Ja, große Aufregung gibt es rund um die Neubesetzung des ÖBB-Aufsichtsrats durch den Verkehrsminister Norbert Hofer. Kritik kommt von der Opposition, allen voran von der ehemaligen Aufsichtsratschefin Brigitte Ederer. Die sagt, die FPÖ poltere seit Jahren gegen Parteibuchwirtschaft, nun sei sie an der Macht und mache genau dasselbe in Grün wieder. Und ich werde zu diesen Vorwürfen jetzt Norbert Hofer befragen. Ja, Herr Minister, Sie haben jetzt bei der ÖBB eine Personalrochade im Aufsichtsrat initiiert. Können Sie vielleicht eingehend erklären, warum war das wichtig und warum haben Sie das gemacht? Nun, es gibt zwischen dem Aufsichtsrat und dem Eigentümervertreter, dem Kapitalvertreter, eine enge Zusammenarbeit. Und natürlich ist es so, dass wenn ein neuer Minister kommt, er schauen muss, dass es in diesem Bereich auch einen offenen Gesprächskanal gibt und dass man ein Vertrauensverhältnis hat. Und Sie wissen ja, dass Frau Ederer in einem Komitee vertreten war mit dem Ziel, mich in der Regierung zu verhindern. Also dass das nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand. Aber trotzdem, ich habe sie eingeladen und habe mich bedankt bei ihr für ihre Arbeit, die sie geleistet hat. Aber jetzt kommen wir in eine neue Ära und für die bin ich verantwortlich. Trotzdem, genau, Ederer übt Kritik, Sie haben es schon angesprochen, die Vorgehensweise sei unprofessionell. Es entstünde der Eindruck, dass die Räte wegen Verfehlungen abgesetzt worden seien, wegen dem Zeitpunkt. Nein, der Zeitpunkt war notwendig. Es ist ja schon begonnen worden, es auch Postenbesetzungen in der ÖBB durchzuführen. Und wenn ich da warte, dann ist alles so gerichtet, wie ich es vielleicht nicht haben will. Und auch der Vorwurf der Unfärbung. Also wir haben jetzt, wir haben das angesehen, wie jetzt der Aufsichtsrat sich zusammensetzt. Wir haben jetzt im Aufsichtsrat 4 Mitglieder der SPÖ, wir haben 2 Mitglieder der ÖVP, wir haben 4 Mitglieder der FPÖ und wir haben 2 parteifrei. Also von einer Umfärbung kann hier keine Rede sein. In einer FPÖ-Aussendung zu Ederers Kritik heißt es auch, wer arbeite, mache Fehler. Wer nicht arbeite, könne gar keine Fehler machen. Wie ist denn das gemeint? Naja, das war, glaube ich, etwas polemisch von einer Kollegin von mir. Wesentlich ist mir zu sagen, dass es war bezogen nicht auf die Mitarbeiter der ÖBB. Dort wird tolle Arbeit geleistet, das sind sehr, sehr tüchtige Menschen, auch der Vorstand, die beiden Vorstandsmitglieder, beide sind nicht bei der FPÖ, leisten gute Arbeit und sind unbestritten und in den nächsten Jahren werden es 10.000 neue Mitarbeiter bei der Bahn anzustellen sein. Also es kommt ein Generationenwechsel und es wird unsere Verantwortung sein, hier auch jungen Menschen eine Chance zu geben, damit sie in diesem Bereich auch eine Zukunft haben. Haben Sie eigentlich auch einmal angedacht, die ÖBB zu privatisieren? Wäre sie in privaten Händen, dann würde diese politische Einflussnahme ja eigentlich gar nicht mehr möglich sein, oder? Nein, das habe ich nicht angedacht. Sie müssen ja wissen, dass wir natürlich bei den Bundesbahnen einen sehr viel an Zuschüsse geben, weil es auch im öffentlichen Interesse ist, dass es Bahnverbindungen gibt in Österreich, auch in Regionen, die vielleicht weniger dicht besiedelt sind. Also daran denke ich nicht. Die neue FPÖ-Generalsekretärin Marlene Swasek hat erklärt, bei den ÖBB braucht es Reformen durch reformwillige Personen. Welche Reformen haben Sie da angedacht? Wie ich vorher erwähnt, es werden 10.000 neue Mitarbeiter in den nächsten Jahren aufzunehmen sein. Hier müssen neue Berufsbilder geschaffen werden. Es kommt das autonome Fahren auch bei der Bahn. Es wird eine Teststrecke geben, die demnächst in Betrieb gehen wird. Und es gibt eine große Strukturbereinigung innerhalb der Europäischen Union. Es werden nur mehr wenige Betriebe übrig bleiben, vielleicht 5, und ich möchte, dass die ÖBB da mit dabei ist. Es ist eine der stärksten Gesellschaften in der EU. Am 28. Februar findet die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrats statt. Wie geht es dann weiter? Was passiert dann? Ja, und dann werden diese neuen Mitglieder des Aufsichtsrates Verantwortung tragen für das Unternehmen, eng zusammenarbeiten mit dem Vorstand. Auch ich werde einen regen Kontakt pflegen, weil es gibt so große und wichtige Projekte, die Seidenstraße zum Beispiel, die Breitbahn, also alles das ist für die Wirtschaft in Österreich extrem wichtig und eine gute Bahnverbindung stärkt auch die Wirtschaft in Österreich. Eine letzte Frage zu Ihrer Funktion als Minister. Können Sie sagen, was so die nächsten großen Projekte sind, die Sie geplant haben, oder wollen Sie die noch nicht in die Karten schauen lassen? Nein, natürlich. Sie wissen, also ich plane jetzt dieses Pilotprojekt mit dem Rechtsabbiegen bei Rot. Das machen wir in Linz, gibt es in vielen Ländern der Welt. Ich werde dafür Sorge tragen, dass im Staufall, also wenn alles steht auf der Straße, auch der Bahnstreifen freigegeben wird, damit sich der Stau einfach leichter auflöst. Auch da gibt es ein Pilotprojekt. Also ich habe viele, viele Dinge vor und eines muss man wissen, ich bin jemand, der klare Entscheidungen trifft. Und wenn ich mir was vorgenommen habe, dann mache ich das, auch wenn es dem politischen Mitbewerber nicht immer ganz gefällt. Aber ich glaube, das hat gefehlt in Österreich. Es ist viel diskutiert worden, alles zerredet worden. Man hat immer gegeneinander gearbeitet. Wenn ich eine Entscheidung treffe,
dann mache ich es. Im Interview versucht also Verkehrsminister Norbert Hofer, die Vorwürfe zu entkräften. Er weist darauf hin, dass im Aufsichtsrat keine blaue Mehrheit gegeben sei. 4 Männer werden von der FPÖ gestellt, 4 von der ÖVP, 2 von der SPÖ und 2 wären fraktionslos. Deshalb sei also keine Mehrheit gegeben und deshalb sei auch keine blaue Einfärbung gegeben. Allerdings muss man sich natürlich ansehen, wie die beiden Fraktionslosen politisch agieren. Und auch für die Zukunft der ÖBB sei einiges geplant, wie zum Beispiel das autonome, sprich selbstständige Fahren der Bahn auf einigen testweisigen Strecken bereits. Bin gespannt, wie sich das ganze Feld hier weiterentwickeln wird.